Andreas und sage Moin Moin. Freunde, wenn man sowas schön finden kann, ich fand es schön. Hallo und herzlich willkommen aus der wunderschönen Wesermarsch und Tatsache, wunderschönen Wesermarsch. Gestern waren 30 Grad, heute sind es 26, 27, etwas schwül, Gewitterfront ist gerade vorbeigezogen. Tat uns mal ganz gut, diese Abkühlung. Bei Stein auf Stein zum Ziel und ich bin Andreas und sage Moin, Moin. Freunde, ein bisschen anderes Bild heute mal, weil ich habe mir gedacht, ich setze mich einfach auf die Terrasse und genieße das schöne Wetter. Ihr hört vielleicht ein bisschen Nebengeräusche, das kann ich jetzt nicht ausblenden, das ist so, wie es ist. Freunde, ich habe für euch was mitgebracht. Und zwar habe ich mir drei Sets von Bluebricks rausgesucht. Deswegen habe ich hier auch noch mal einen Zettel liegen. Und wir fangen heute mit dem THW Unimog an. Das gleiche habe ich mir noch mal gekauft. Und zwar den Feuerwehr Unimog. Das hat alles einen Grund. Das habe ich mir nämlich gekauft, weil ich gesehen habe, dass bei Mobricks bald der Bundeswehr-Unimog rauskommt. Der wurde vom Blaxer ja schon vorgestellt. Und sobald der dann zu kaufen ist, würde ich mir die gerne dazu holen. Und dann würde ich die gerne mal vergleichen. Und ich habe für nächste Woche den Mörser Tor geholt. Und ich gucke gerade, da ist gar kein Bild. Das ist komplett, das soll ein Mörser darstellen. Steht nichts drauf. Okay, gut, kein Bild, nichts. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit den Bluebricks THW Unimog. Ich denke mir, für dieses Wochenende ist das ausreichend. So, wir ändern das Bild und dann zeige ich euch den Aufbau so ein bisschen, erkläre noch ein bisschen was dazu und dann schauen wir mal weiter. So, da ist die C2966, die Setnummer. Bluebricks Special Technisches Hilfswerk MLW 2. Ihr habt vorne einfach nur das Bild drauf. Da seht ihr schon 14,95 €. 5 Euro bei Bluebricks Versand müsst ihr noch draufrechnen. 269 Teile. Es gibt hier keine Bauanleitung für, sondern die müsst ihr euch runterladen auf Bluebricks Seite und das ist kostenlos. Ihr meldet euch bei Bluebricks an, gebt dann die Setnummer ein, also die 102966 und dann könnt ihr euch die Bauanleitung runterladen. Finde ich cool, weil es kostenlos ist. Wenn ihr viele Steine über habt, könnt ihr euch da ja auch nochmal so ein paar andere Bauanleitungen runterziehen und ihr könnt da schön vor euch hinbauen, wenn ihr es mögt. So, ich fange mal an zu bauen. Und dann gucken wir gleich mal, wie es denn so ist. Vor allen Dingen, ich mag ja gerne Unimogs und das sogar in allen Formen und Varianten. Daher bin ich da echt mal drauf gespannt. Der vom Feuerwehr-Unimog, ich gucke gerade, ich halte ihn dann mal neben. Der hat 374 Teile für 16,95 €. Das ist aber nicht mit zu verwechseln mit dem großen. Das ist Tatsache aus der kleinen Serie. Aber da gibt es auch eine ganze Menge von, also vom THW und auch von der Feuerwehr, was ich ganz cool finde. Ich meine, ich würde jetzt nicht alles sammeln wollen, aber ich habe da mal reingeguckt, gibt schöne Sachen. Fange ich mal an aufzubauen. So, Freunde, ich habe jetzt den ersten Abschnitt gebaut. Und das ist soweit in Ordnung. Das ist relativ einfach. Das ist gut beschrieben. Die Klemmkraft ist auch in Ordnung. Kann man eigentlich gar nicht drüber meckern. Ja, ich habe in dem Schwarz ganz leichte Farbabweichung, aber jetzt nichts Wildes. Da muss man schon ganz genau hingucken. Und bis jetzt dreht sich auch alles. Also die Räder drehen sich, ohne dass sie irgendwo haken. Das finde ich schon mal cool. Und so sieht denn die Bauanleitung raus. Entschuldigung, wenn es ein bisschen spiegelt, das geht nun mal leider nicht anders. Ja, ganz einfach gehalten. Man kann das gut drauf erkennen. Und wirklich Schritt für Schritt bei dem Modell hier ist das gut gemacht. Also bis jetzt ein easy Set und macht auch Tatsache viel Spaß.
Ich mache mal weiter und dann melde ich mich gleich nochmal. Man sieht in dem Blau jetzt tatsächlich ein bisschen Farbunterschied. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut aus der Kameraperspektive sehen kann. Aber es hat tatsächlich so ein bisschen heller, dann wieder ein bisschen dunkler. Die Scheibe soll jetzt davor. Das ist natürlich jetzt, da sieht man schon, dass die schon arg zerkratzt ist. Ansonsten, der Bau bleibt immer noch so, wie es ist. Relativ einfach. Und bis jetzt macht es auch noch echt Spaß. Man muss ein bisschen aufpassen, wo man festhält. Sonst fällt irgendwie gleich wieder ein bisschen was ab. Zum Beispiel hier so die Seiten. Also man muss da eben so ein bisschen gucken, wo man das festhält beim Randrücken, damit eigentlich gleich das Ding auseinanderfällt. Aber im Großen und Ganzen bis jetzt ganz cool. Was mich tatsächlich ein bisschen ärgert, ist so die Farbabweichung. Das sieht wirklich ein bisschen spottbillig aus. Aber gut, wir machen mal weiter. So, ich bin jetzt bei der Dachkonstruktion bei. Und was ich cool finde, sind hier so der Hammer Funkgeräte. Die Funkgeräte gab es übrigens ganz, ganz früher mal. Wenn ich sage ganz, ganz früher, dann meine ich das. Also wo ich noch ein ganz kleiner Sprössling gewesen bin, gab es ja auch schon diese Funkgeräte. Bei der Klassik-Serie mit dem Weltall. Also die haben es lange überlebt, die Funkgeräte. Ja, und hier so ein Trendschneider, so ein großer. Finde ich gut gemacht. Die Kisten sind schon vorgefertigt. Also, und das gibt das, glaube ich, alles gleich zweimal, weil da auch zwei Kisten drin sind. Also, bis jetzt ganz amüsant, das Set. Schockt. So, Freunde, jetzt habe ich hinten das Plangestell auch fertig, den Auflieger. Die Steine sind minimal verkratzt, aber das ist jetzt gar nicht ganz so schlimm. Das hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Und die Farbabweichung hier auf dem gesamten Teil geht auch. Bei den Einzelsteinen, da ist es immer so ein bisschen, so, da sieht man es, ne? Aber sonst baue ich euch mal zusammen und dann auf den Drehteller, auf den normalen Drehteller und dann sage ich gleich noch mal ein bisschen was dazu. So, Freunde, 10.29.66, Bluebrick Special Technisches Hilfswerk MLW 2, also vom THW, ein Unimog, wenn das ein Unimog darstellen soll. Der Bau war relativ einfach. Wie gesagt, die Bauanleitung müsst ihr euch bei Bluebricks eben einmal runterladen. 14,95 Euro, 5 Euro Versand. Einziges Ärgernis war jetzt tatsächlich so ein bisschen ganz leichte Farbunterschiede und die Scheibe vorne ein bisschen verkratzt. Aber im Großen und Ganzen hat der Bau Spaß gemacht und ich würde sogar sagen, dass der zum Teil bespielbar ist. 6 Noppen Breite. Und so vom Aussehen her finde ich ihn eigentlich ganz klasse. Was man eben so aus, was war es, 264 Steine oder sowas machen kann. Also daher finde ich es mal gar nicht so übel. Hinten sitzen die beiden Kisten drin. So, ich nehme das jetzt mal runter. Hinten sitzen dann die beiden Kisten drin mit dem Werkzeug. Man kann auch das abnehmen, sieht das halt so aus. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, die wieder raufzustecken. Jetzt geht's. Gut. Also, wir haben da eine Länge von 15 cm und eine Breite von 5,5. Wenn die mit den Spiegeln vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn wir die Spiegel berechnen, sind wir bei 7. Also insgesamt finde ich das ein absolut schönes Modell. Und wie gesagt, es ist sogar so ein bisschen bespielbar. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht an den falschen Stellen drückt, sonst fällt da mal was ab. Aber ansonsten finde ich das ganz klasse gemacht. Ich hätte mir hier vorne vielleicht noch so ein kleines Logo gewünscht oder sowas. Aber gut.
im Großen und Ganzen für das Geld ist das völlig in Ordnung. Freunde, das war's mit meinem kleinen THW Unimog. Das gleiche habe ich ja jetzt noch mal mit dem LKW Stuttgart Feuerwehr TLF 8. Das baue ich die Tage noch mal zusammen, habe ich ja schon gesagt. Und dann habe ich den Mörser Tor hier noch liegen. Den baue ich dann auch irgendwann mal nächste Woche. Dann kommt die Bismarck die Tage noch von Kobi. Da freue ich mich schon drauf. Und wer bei Bluebricks mal eben einmal guckt, sieht, dass Panlos oder dass Bluebricks jetzt die Schiffe, die Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg vom Panlos drin hat. Da werde ich mir dann demnächst auch noch mal einen von holen. Noch was? Nein, das war's. Na, das war's, Freunde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und denkt daran, wenn ihr Lust habt, besucht uns doch mal auf der Facebook-Seite. Ihr seid immer alle herzlich willkommen, vor allen Dingen die Leute, die nicht oder keine Fanboys sind, sondern dass denen das völlig egal ist, was da gebaut wird. Und bei der schönen harmonischen Gruppe, die wir da sind, soll das auch so bleiben. Also daher, alle Nörgler bitte nicht, der Rest darf gerne uns mal besuchen, reinkommen, eure Bauten zeigen, eure Ideen zeigen oder was weiß ich. So, Freunde. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Morgen soll ja wieder etwas mehr die Sonne durchkommen. Genießt es, grillt oder trefft euch mit der Familie, fahrt Cabrio, Motorrad oder was weiß ich. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt, bei Stein auf Stein zum Ziel. Und ich bin Andreas und sage Moin Moin.